Schön ist ein gutes Stichwort, denn so spielt aktuell auch Frimpong von Bayer 04 Leverkusen. An dem ist Manchester United interessiert. Was ist dran, Christian? Das ist true. Ja, Jeremy Frimpong, der war schon im Winter auf der Wunschliste von Erik Ten Hag. Der Holländer will seinen Landsmann unbedingt zu United holen, ist auch darum mit ihm in Kontakt und in guten Kontakt. Jetzt will United im Sommer ernst machen. Und während im Winter keine Chance war, die Leverkusener sofort geblockt haben, da gab es nicht mal Zahlen, die im Raum standen, ist man im Sommer tatsächlich gesprächsbereit, wie ich aus Leverkusen höre. Ja, liegt auch daran, Frimpong, der hat Vertrag bis 2025. Es ist jetzt modern geworden, 2 Jahre vorher Entscheidungen zu treffen, damit Spieler nicht ablösefrei ins letzte Jahr gehen können. Und bei 50 plus, so heißt es, ist Leverkusen gesprächsbereit. Und Erik ten Hag, ja, der hat bewiesen, dass er was aufbaut bei United, hat jetzt den ersten Titel mit dem Ligapokal geholt. Das sind natürlich Argumente dafür, dass der Verein ihm seine Wünsche erfüllt. Und ein Wunsch ist der Rechtsverteidiger aus Holland, der noch bei Leverkusen spielt.